Herzlich willkommen in unserem Building System Tutorial. Ich bin Nora von Pass Academy und heute machen wir ein bisschen Ordnung in unserem Grasshopper, damit wir unser System nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft genießen können. Also als erstes gehen wir in Rhino und Grasshopper und ich werde meinen Grasshopper maximieren, damit wir unser Skript sehen können und wir werden alles, was wir in den letzten Wochen erstellt haben, ein bisschen aufräumen. Ich habe schon einen Header erstellt mit unserem Logo und auch ein bisschen Beschriftung. Was ist das eigentlich? Und ein bisschen Information, das immer hilft, worüber das geht, was ist das und welche Plugins wir brauchen. Hier sehen wir unser Rectangle, was wir als erstes erstellt haben. Und hier diese Parameter lasse ich einfach 000, weil die möchten wir nicht verändern. Und diese drei Parameter x, y, z werde ich gruppieren mit Ctrl G und die Farbe verändern. Diese werden auch wichtige Parameter sein für unsere Zukunft, also für unser System, die auch wir steuern können. Und hier haben wir unsere Wände, die wir zuerst erstellt haben, also die vier Wände. Und momentan sind alle diese Architect-Komponenten rot, weil ich habe die Verbindung nicht. Die können wir natürlich auch aktivieren, aber momentan möchten wir nur unser Skript ein bisschen aufräumen und danach werden wir alles verknüpfen und schauen, ob alles perfekt funktioniert. Also hier haben wir zwei wichtige Input-Parameter. Einmal diese Geschosshöhe, das werde ich wieder auch mit einer Farbe bestimmen. Weil diese Geschosshöhe ist auch wichtig für unser Haus und auch für unsere Architect-Einstellungen, also für die Geschosshöhe. Und hier haben wir auch diese Composite, also diese mehrschichtige Bauteile. Weil wir die Verbindung nicht haben, es sagt uns, okay, is missing, das fehlt, aber das können wir dann später noch bestimmen, wenn die Verbindung läuft. Aber diese wird auch sehr wichtig sein für unser kleines Haus. Und danach haben wir unser Slab, unsere Decke. Und hier, die können wir auch mit Ctrl-G einfärben und die Farbe auch bestimmen. Hier haben wir auch noch Property-Settings, Umbaustatus und so weiter, aber die sind nicht die wichtigsten Parameter, also lasse ich einfach so, wie es momentan ist. Und hier danach haben wir unser Fundament erstellt und hier haben wir auch die wichtigsten Parameter von unserem Profil. Das werde ich mit Ctrl-G auch gruppieren und die Farbe verändern. Perfekt, und hier auch die Höhe und auch die Dicke wird auch ein wichtiger Parameter sein, also die werde ich auch die Farbe umstellen. Und danach haben wir unser Raumstempel erstellt. Hier die Zone-Kategorie wird auch ein sehr wichtiger Teil sein von unseren Skripte. Und die Name und die Nummer lasse ich einfach, wie es momentan ist. Danach haben wir unser Fenster und im Fenster wird auch diese Höhe, diese Breite auch sehr wichtig sein. Also die markiere ich auch mit einer Farbe. Sure, why not? Und danach haben wir noch unser Dach. Im Dach wird auch sehr wichtig sein, einmal die mehrschichtige Bauteile, also was für ein Dach ist. Und wird auch sehr wichtig sein, die Höhe von unserem Dach. Und hier können wir auch einen Namen geben und das ist die Dachhöhe. Das wird wichtig sein für unser kleines Skript. Und auch hier diese Offset, also die Größe eigentlich von unserem Dach. Also Dach. Größe. Perfekt. Und danach haben wir noch unser Morph, also unsere Kamine erstellt. Und hier haben wir auch zwei wichtige Parameter. Einmal die Verschiebung, also wo diese Kamine befindet sich. Und einmal die Größe von dieser Kamine. Das ist auch super wichtig. Und hier haben wir noch auch ein wichtiger Parameter, ist eigentlich well done. Wie hoch ist diese Kamine? Und natürlich unser Material werde ich das auch gruppieren und auch die Farbe einstellen. Und sonst, ich denke, haben wir alles. Ich werde auch ein bisschen das aufräumen, dass wir das
ein bisschen besser steuern können. Hier neben dieser Kamine werde ich auch diese Zeichnung auch in diese Gruppe hinzufügen. So haben wir, einige Komponente brauchen noch, dass sie in dieser Gruppe sind, und können wir die auch ein bisschen verschieben und machen wir die gleiche mit diesem Dach. Verschieben wir auch diese Zeichnung, addieren wir zu dieser Gruppe und danach können wir diese ganze Gruppe auch verschieben. Okay, jetzt können wir auch diese ganze 2 ein bisschen hochschieben. Und jetzt haben wir diese Fenster. Das können wir auch ein bisschen verschieben, damit wir auch mehr Platz für unsere Fundament und auch für unsere Raumstempel bekommen. So können wir auch diese beide ein bisschen höher ziehen. Und jetzt haben wir unsere Zone, unser Fundament, und können wir die auch ein bisschen verschieben. Und die 2 Wände haben wir auch noch. Und dieser ganze wichtigste erste Teil werde ich auch gruppieren. Und jetzt können wir einfach mit einem sogenannten Scribble die Namen schreiben. Und hier haben wir unsere Wand. Hier haben wir unser Fundament. Hier haben wir unsere Decke. Hier haben wir unser Raumstempel. Und hier haben wir unser Fenster. Und brauchen wir noch unser Dach. Und brauchen wir noch die Kamine. Und wenn wir die ein bisschen aufgeräumt haben. Ich werde auch das Ganze ein bisschen noch nach links verschieben. Und so haben wir unser System ready für morgen, damit wir das noch ergänzen werden, noch einige Kleinigkeiten. Wir werden das testen und kommen noch mehrere Überraschungen. Ich hoffe, dass euer Skript auch aufgeräumt wurde, und so können wir auch unser Skript für die Zukunft speichern. Ich freue mich auf morgen, euch zu sehen und wieder dabei zu haben. Und sehen wir uns morgen. Besten Dank. Tschüss.